Ein aufmerksamer Bürger entdeckte am Samstagnachmittag eine nicht unerhebliche Dieselspur, die sich über weite Strecken des Siegener Stadtgebiets zog. Er folgte dieser mit seinem Pkw und konnte schließlich einen Linienbus als Verursacher feststellen. Der Versuch, den Busfahrer auf den technischen Defekt aufmerksam zu machen und zum Anhalten zu bringen, scheiterte allerdings. Eine alarmierte Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und konnte den Bus in der Leimbachstraße stoppen, wo sich dann auch die Feuerwehr des Problems annahm. Die Fahrgäste konnten die Fahrt wenig später mit einem anderen Bus fortsetzen.